We met up with the British forces near Mshili. They were tired but friendly. They had their tea and their porters to make them feel at home. But the war was already taking its toll. Water and food were running low, and the desert was as much their enemy as the Germans were. The British knew Rommel. He made them nervous. It didn't take long for me to understand why. Gentlemen, as we all know, supplies have been scarce. To make matters worse, the British have deployed armored units to guard the fastest route to our supply lines. The way I see it, we either sit and wait for weeks while our supplies take the long way around them in the desert heat, or we strike now, take the lines back and go to bed well fed. Yes, we are outnumbered, and yes, we'll have few reinforcements. But the enemy is no match for our panzers or our appetite. Push forward and destroy the enemy armor. Salvage and recover what we need to secure victory and the path to our supplies. I know we are all running on fumes, but I am taking the lead on this myself. Follow me. Let us end this fast. To gain access to our supplies, we must hunt down all enemy armored units, but also protect our own. Remember, we cannot afford heavy losses. No use to supplies if we have nothing left to replenish. If my command tank is compromised, we will be forced to withdraw. Murder. Meaning no supper tonight. You need to send the message? Panzer ready! Tiger reporting! Ready on your word. We need work and we need leave! You have problems, we have answers. You have something for us? Wow, wir haben einen Tiger. Geil. Okay. Ja, ich habe jetzt einfach mal versucht, hier das die verbesserte Reparatur uns zu besorgen. Die wurde fertiggestellt, das ist schon mal gut. Dann können unsere Infanteristen und so besser, oder alle Einheiten eigentlich besser reparieren. So, ich würde sagen, achso, halt. Nee, warte. Nee, geh mal nicht auf den. Geh mal nicht auf den. Aussteigen, bitte. Ich hätte gern einen großen Trupp auf dem Panzer drauf. Die können darauf. Obwohl, eigentlich wäre der besser hier. Egal, können wir nachher noch ändern. Ich finde das cool, wie die da drauf klettern. Mega geil. Mega geil. Gut. Oh, die schießen Nebel. Das heißt wahrscheinlich Luftlandetruppen. Davon gehe ich zumindest aus. Wir kämpfen uns hier einmal durch. Wir werden sehen, was uns das bringt. Zivilisten! Angriff, Jungs! Schön, dass die oben drauf bleiben. Schießen die auch? Nein. Die schießen nicht. Finde ich ein bisschen schade. Achso, sobald der Panzer im Gefecht ist und den Turm dreht, geht das nicht mehr. Ne, die können da nicht oben drauf. Das ist so. Aber jetzt können sie wieder drauf. Los, bemannen wir die Fahrzeuge und pushen vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Schneller Angriff. Ich hoffe, wir sind wirklich keine Minen. Macht sonst Krabums und dann haben wir ein Problem. So, die 2, die bleibt hier einmal stehen. Halt! Ja, Tiger, rein da! Du einmal da drauf halten. Mit einem Schuss solltest du ihn eigentlich richtig rausnehmen. Ah, guck mal. Ah, shit. Rückzug, Rückzug, Jungs. Zurückziehen. Ah, das ist super, wenn die Wracks reparieren können. Oder zerlegen können eher. Mein Fehler, die können es zerlegen. Wieso gibt der Tiger nur halbe Deckung? Ah ja, ich wollte schon sagen. Das Riesending gibt ganze Deckung.
Ja, hör mal, der wird hier gerade aufgerüstet. Das ist sehr gut. Soll er noch einen Flammenwerfer mitnehmen? Ich weiß nicht. Nee, lass mal lieber, oder? Lieber nicht. Aber wir könnten noch ein MG, so ein Maschinengewehr-Schützenfahrzeug nehmen. Wir haben zwar nicht viel Platz hier, aber wir können eh keine Panzer besorgen. Also würde ich sagen, ja, wir nehmen den mit. Da kann unsere Besatzung ganz gut rein. Dann können wir nämlich zwei Grenadiertrupps auf die Panzerfahrzeuge setzen. Reparieren, bitte. Ach, shit, der braucht noch ein MG, stimmt. Der Tiger da bestimmt auch, ne? Ja, natürlich. Zur besseren Infanterieabwehr. Angriff. Guck mal, wie weit der schießen kann. Boah, der Tiger ist schon geil. Tiger ist schon richtig geiler Panzer, finde ich. So, Half-Track ist da. So, da können wir es umwandeln. KWK 38 Umwandlung. Und in was? Einfach, ich denke, verbessert den Schutz, ne? So, oben Dach zu oder so. Okay. Ja, keine Ahnung. Kann ich da jetzt nicht herausfinden. Und hier ist ein Mörser, genau. Das kennen wir bereits. So, du gehst rein. An die Front, bitte. Ach, die rausnehmen, ja. Klar, sonst schießt er die ganze Zeit nicht. Mein Gott, ist ja ärgerlich. Aussteigen, Männers. Alle da hinten pushen. Die sollen die zwei definieren. Die definieren die drei. Drei Angriff, Panzergrenadiere. So, du einmal bergen, bitte. Obwohl, nee, komm. Den gönnen wir uns. Das sind deutsche Panzer hier. Rückzug. Der ist dann auch weg. Fast. Ja, okay, gegen noch einen Steward können wir nicht angehen. Rückzug, Jungs. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Der macht der Schaden. Nicht genügend, nicht genügend. Rückzug. Du auch mal bitte hier zurückziehen. Ich weiß, dass du Wracks zerlegen kannst. Will ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich die hier retten. Es geht aber gar nicht. Aus welchem Grund auch immer. Ach, zu wenig Platz. Ja, ja, okay. Nee, dann sollen die auflösen. So, du reparierst erstmal den. Da können wir richtig Rohstoffe hier sammeln. Aber, ja, eigentlich geht es ja nur um den Sprit. Ne? Alles andere können wir auch so sammeln. Nö, da passiert nichts mehr. Reparieren, Jungs. Mathilda braucht auch 14. Schade, schade, schade. Vorrücken. Weiß ich doch. Alle feindlichen Fahrzeuge zerstören. 5 von 12. Oder zerstören sie den feindlichen Kommandopanzer. Den würde ich auch gerne mal sehen. Der läuft hier hinten rum. Boah, was das wohl sein soll. Mathilda? Oder was Dickeres? Was hätten die denn noch dicker? Boah, weiß ich gar nicht. Gibt's da was noch Dickeres? Da bin ich mir nicht ganz sicher hier. Ja, die Jungs können das auch machen. Also einmal zerlegen die Fahrzeuge.
Nur die hier können, ja. Nur die können die Stützpunkte aufbauen, deswegen, das ist dann einmal deren Job hier. Tiger vorrücken. Du auch. Du auch nach da. Du nimmst ein. Eingestiegen, einmal vorrücken. Aufsteigen bitte. Marsch. Feuer rechte Seite. Alter, das ist so mies, wenn die reinhalten, ne? Wenn die alle einmal reinhalten. Schön draufbleiben, Jungs. Ah, was ist das denn? S-Minen werfen. Oh, geil. Um den Panzer herum S-Minen, die du kurz danach detonieren. Was Übleres als S-Minen gibt es eigentlich gar nicht. Das ist schon echt schwer, was Schlimmeres zu finden. Einmal reparieren, bitte. Die haben aufgebaut, das ist sehr gut. Einsteigen. Haben wir noch irgendwo Wracks? Ich glaube nicht. Ah doch, hier unten haben wir noch eins. Das holen wir uns auch. So, repariert. Repariert, sehr schön. Panzer beladen. Weiter geht's. Halt, absteigen. Nicht da reinfahren, bitte. Du machst nämlich wieder nur kaputt. Die sollen diese Ressourcen bergen. Feuer. Oh, shit. Ach, scheiße. Drei war das. Drei, nicht zwei. Zwei, halt. War das unser? Nein. Aber du darfst dich zurückziehen. So, nee, hat sich schon erledigt. Okay, so, du reparierst den. Vorrücken. Ah, scheiße. Scheiße. Nein! Fuck! Ich hab's zu spät gesehen, leider. Scheiße, können wir den retten? Wir können den Panzer retten, das ist gut. Jungs, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das geht so nicht. Das gefällt mir hier alles nicht, Mann. Ressourcen sammeln, bitte. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Die können alle gleich reparieren mit dem hier. Dann ist das Ding ganz schnell wieder flott. Ja, wenn die alle sich dran setzen mit dem Schweißgerät. Ja, guck mal, wie schnell die den hier wieder hochschweißen, den Panzer. Junge, nee, das geht aber wirklich flott. Alter. Zack, 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 fertig ist er. Na klar, der muss jetzt wieder mit Maschinengewehr ausgerüstet werden, das ist natürlich ärgerlich. Aber, besetzen, besetzen, besetzen. MG ist fast fertig. Ja, die Frage ist, sollen wir jetzt weiter vorpushen und alles andere sammeln? Dann haben wir aber nicht den Kommandopanzer. Ich hätte gerne mal den Kommandopanzer gesehen. Ach komm, ne, da lang. Halt! Der ist auch eins. Dahin bitte. Oh, scheiße. Alle draufhalten, bitte. Halt! Halt!
Fuck. Einfach ins Dunkel. Halt, halt, halt. Du musst nach da. Fahr das nicht kaputt. Ach, scheiße, Mann. Die ganze Zeit draufhalten, meine Freunde. Die ganze Zeit draufhalten. Weiter. Scheiße, unser eigener Tiger hat den kaputt gemacht. Mann, das ärgert mich so ein bisschen. Ah! So, der hier kann aber aussteigen. Der hat das, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Doch, hat er wohl. Oder... Ach so, medizinische... Ah, medizinische Station. Perfekt. Da hinten draufhalten, bitte. Reparieren, Männers. Ah ne, erstmal den hier reparieren. Du bleibst stehen. Ich brauche noch von dir aber nur einen. Aussteigen, bitte. Drei reparieren. Zwei einsteigen. Der halt. Halt. Feuer! Scheiße, haben wir wirklich einen Panzer verloren. Ja, und da wir hier hinten alles andere zerstört haben, haben wir auch hier... Oh, shit, shit, shit. Hä, der bounced. Der kommt da gar nicht durch. Ah, doch so ein bisschen, aber... Oh, shit, nächster Panzer kaputt. Verdammt. Rückzug, Männers. Nein, nein, nein. Ach, scheiße, Mann. Kannst du nicht einfach dahin fahren, wo ich will? Alter, gib mir das auf die Nüsse. Ja, mach die Mathilde auch noch kaputt. Die wollte ich ja jetzt nicht retten, ne? Nimm den raus, Alter. Auf den muss ich die ganze Zeit aufpassen. So richtig arbeiten tut er hier nicht, ne? Da macht mich fertig, macht mich das hier. Aufstocken auch, ja, bitte, natürlich. Halt! Nicht vorrücken, erstmal das rausnehmen, was da ist. Wieso hat der Feuer einstellen? Oh Gott, kein Wunder, dass er sich nicht wehrt. Die haben keine Deckung, auf die halten wir als erstes. Die haben keine Deckung, draufhalten. Treffer. Ach, 170 frontal. Das ist doch nichts für einen Tiger, du. Das ist nichts für einen Tiger, obwohl er seitlich trifft. Wahrscheinlich trifft er hier genau die Ecke. Volltreffer. Der wird aber repariert. Achso, ne, ist unser Tiger. Mein Gott, Hilfe. Hilfe. Hab schon halben Schreck bekommen. Voll verguckt. Ja, guck mal, der ist kaputt. Feuer einstellen, Feuer einstellen, Feuer einstellen, bevor der den zerschießt. Das wollen wir natürlich nicht. Drei nach hier. Dort in Deckung. Du hältst dich schon mal bereit, den zu bergen. Oh, shit.
Das ist der Heavy Panzer. Nee, auch nicht. Ah, scheiße, nee, nee. Zurück, zurück, zurück. Der ist auch wieder kaputt, super. Der kann viel weiter gucken. Das, wir sind aber irgendwie auch offen, ne? Irgendwer spottet uns hier. Hm, wie machen wir das jetzt? Wir warten, bis der da ist. Ach klar, nur anwendbar auf Gebieten, die wir sehen. Natürlich, was auch sonst. War das hier? Irgendwo saß doch hier noch ein feindlicher Panzer. Ich glaube aber eher, dass der da saß. Weiter nach da hinten schießen. Zu kurz, mein Freund. Schafft er nicht. Und fertig. Trupp 3 dahin. 1 ist nur noch dieser Panzer. Vorrücken, Jungs. Da ist er. Der nimmt den so einfach frontal raus. Der andere bounced. Der kommt einfach nicht durch. Ich will die S-Minen mal ausprobieren. Oh, geil, die Dinger. Einfach geil. Ach, scheiße. Ja, will ich auch meinen. Nicht die beste Arbeit von euch, Jungs. Ganz sicher nicht die beste. Können beide drauf? Tiger ist ein großer Panzer, oder? Das sieht so aus, als ob da nur einer drauf kommt, ne? Ja. Schade, schade. Der darf reparieren. Dieser Panzer. Sobald der hier vorrückt, gehen wir rein. Damit wir den auch schön seitlich zum ersten Mal treffen. Hör mal. Okay, der sitzt jetzt hier. Zieht wahrscheinlich auch in die Richtung. Kommt der uns noch näher? Jetzt! Los, der dreht nach hier ab. Pushen, pushen, pushen. Ganz, ganz schnell hier rein. Oh, shit! Der Dicke! Fuck, wir verlieren den Tiger. Fuck, wir verlieren den Tiger. Oh shit, die pushen auch noch mit dem. Danke. I
Munitions point is being taken from us. We cannot take these losses. We've cut them down. Shift target. Territory sector lost. Ey, was macht der Panzer? Hör mal, was machst du hier? Du machst doch mich jetzt nicht fertig, oder? Macht der mich jetzt fertig? Scheiße, er macht uns fertig. Der macht uns einfach fertig. Panzergrenadiers, half assembled. Panzergrenadiers, away from the Panzerknacker. He's dead. Consolidate. Commander. Panzergrenadiers, ready. Say the word. I want the grenade. What do you need? Panzergrenadiers have been mustered. Ah, wir konnten gerade tricksen, direkt zwei Granaten werfen. Mitkommen, Männers. Ey, hör mal, lass mal meine Basis in Ruhe. Es ist eine Frechheit, was du hier versuchst. Es ist einfach nur frech. Oh, wir haben so viel Sprit. Bam, Junge. Tiger hat ihn rausgenommen. Bevölkerungslimit erreicht. Dahin Angriff. Sehr schön, wir haben ihn zerstört. The enemy armor has been reduced to scrap. Excellent work, Afrika Korps. Our Panthers will be filled tonight. Rommel pushed us back towards Gazala. Time and time again we were caught out by his aggression. His unpredictable maneuvers left us scrambling to survive. As the German flag guns devastated our lines and our morale. The British lost men. I lost friends. The Air Force brought some respite. But news from Benghazi left me wondering exactly who I was fighting alongside. Iba. Spokane Talfortin, Lemde Drassa. Kesso. Draina Grafer Sisin. Laini Talhuna. Urgesen Yatak. ننا هون كان للا لما رحد أسنا أدور يتين يكان ولا أني النسلة يتول فحتين دي كان فلاح النرول كان يد إنا وحقوس دور لحسار إكامة تبدي دي تايمر دا تنا شما إسرائيل هتاري إكانيين ولا أنت يوم زفوسينو دينا إي أدقو ترك صوتح قرب انت الفلتين ايله اترقق اسقف لعبد انت الفحتين انفحص برا برا ان تمسك ادمن تيماد تقميد انه ولاني دركرا اقوز من اتن سقف اري ردستح اجزة تنائنا تمسكين جنوين الانجليز ولا اني اح لحسبي نو كان امو ذكرنا كما تفهم ورد زيك استجمي عيبا تن ياغي تنمو فيناك اركام تريح سليمة.
So, wieder einmal einen Sieg errungen. Ja, der hätte auch besser sein können, aber ne, ich war halt wirklich überrascht, dass es so ein Black Prince war, ne? Also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja, der war mir bekannt, den kenne ich, aber da habe ich echt nicht dran gedacht, dass der es sein könnte, ne? Der ist nochmal eine Nummer dicker als der Churchill, Nachfolger. Aber ja. Ja, unsere Armee-Statistiken. Einheiten gespawnt 12, Einheiten verloren 4, Infanterie-Kills 92, Fahrzeug-Kills 8, MVP, schwerer Tigerpanzer, Kills 70 und Schaden 21.187. Ja, das war's für diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder bei Company of Heroes 3.